Ist wirklich nichts. Hätte jetzt irgendwie wenigstens so eine Sammelkarte erwartet. Aber nein. Absolut nichts. Sind die doch nicht. Guck mal, da sind die Augen ausgekratzt. Sind das die Kinder? Aber dies Family, Christmas 1878. Wette, die Kinder haben die Eltern umgebracht. Klassiker. Ich glaube, das war auch so bei den. Bei den anderen. Wie gesagt, ich bereue nichts. Weiter geht's nach Saint-Denis. So, ich bin raus für heute. Bis die Tage. Danke, dass du da warst, Magier. Ja. Cool für die vielen Dank für die coole Unterhaltung hier im Chat. Ich hoffe, wir sehen uns wieder demnächst. Halt mich auf dem Laufenden, was mit deinem Rechner passiert. Nicht, dass die Post den auch noch klaut. Wenn sie das Ding versenden. Oh nein, Krokodilze. Ja! Willkommen im Moor. Wo ich immer predige, bleibt bitte auf den Wegen. Was haben wir da? That's my girl. So, gucken wir mal, ob der Typ wirklich stirbt. Ihr wisst, ich bin etwas vorsichtig, nennen wir es mal vorsichtig. Sorry, lass mich vorbei. Please. I've been bitten by a snake. I need medicine. Or you need to suck the venom out. You'll help. Ja, ja, ich saug doch nicht an deinem Bein hier rum. Is that medicine? Oh, oh, thank you. Thank you. Oh. Oh. I owe you one, mister. Got that right. Hopefully, I can repay you someday. Kein now, Problem. I gotta get out of here. Warum ist mein Pferd weg? Much like it. Out here. No more. Just stay the hell away from snakes, all right? Reite ich querfeld ein, es ist halt wirklich gefährlich. Hier sind überall Alligatoren. Aber no risk, no fun, das ist mein Motto. Ja. Muss nur ein bisschen langsamer reiten. Sucht tot oder lebendig, ey. Mir durch meinen durch irgendwelche Quests wieder einen goldenen Kopf verdient hier. Legendäres Tier. Stopp. Easy, easy. Wir haben alles dabei. Legendäre Tiere muss ich mir unter den Nagel reißen. Oh Gott, das ist bestimmt ein riesiger Alligator. Don't seem close. Es gibt bestimmt ein paar neue Stiefel. Okay, where are you?
legendärer Riesenalligator, nicht euer Ernst. Boah, ist er das? Klar ist er das. Ist das der aus der Quest? Ich habe nur auf seinen Kopf geschossen. Es hat ihn einfach nicht interessiert. Es hat ihn einfach nicht interessiert. Holy fucking shit. Wir hatten doch in der Quest... hatten wir doch so einen riesigen Alligator, der uns an die Wäsche wollte. Ich wette, das ist der. Der war nämlich auch weiß. Guck mal, jetzt wird's dunkel. Und wir sind noch nicht mal in Saint-Denis angekommen. Vor allem müsste ich jetzt damit eigentlich zu einem Trapper. Und hier ist natürlich keiner. Die hätten dich wieder ausgenommen und danach hättest du einen Bossfight gehabt. Warte mal, was meinst du jetzt genau? Wer hätte mich ausgenommen? Wo ist denn hier ein Trapper? Hier unten ist gar keiner, ne? Oh, ist das ärgerlich. Der treibt sich halt nur in den, irgendwo außerhalb rum. Und hoffen wir, dass das Fell nicht schlecht wird. My girl. Die Geschwister hat mich 100 pro ausgenommen, ja. Hast du aber ein bisschen Delay, mein Lieber, ne? Bin ja schon ein Stückel weiter. Locker 5 bis 10 Minuten her. So, gucken wir mal. Jolly, wie du hier schon wieder reitest. Eigentlich müsste die Quest jetzt in der Nacht so aktiv sein. Ich hoffe, dass die auch wirklich kommt jetzt. Ansonsten kommst du halt hier ins Gebäude nicht rein. Frage ist, könnte ich noch irgendwas in der Zeit machen? Klamotten haben zu. Domino spielen? Ich weiß nicht. Bisschen Arzt. Kann ich den nochmal aussuchen? Ne, hier kann ich nur Tränke und sowas nachkaufen. Hier ist ein Trapper. Wir gucken mal. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch schnell los. Bevor die Quest hier kommt. Weil die ist halt wirklich zeitbegrenzt. Komm ich hier raus vorne? Wenn ich so reite, komme ich ja nirgendwo raus. Reite lieber raus. Hintenrum war es auf jeden Fall groß genug hier. Gibt's da nicht, oder? Ich reite los und die Quest ist verfügbar. Also ich poker jetzt mal. Ne, ich habe gerade gegoogelt, hätte das in einem Stream gesehen und die wollten sicher gehen.
Ach, und wollte sicher gehen. Okay, die Geschwister hätten mich halt sowieso ausgenommen. Definitiv. Gut zu wissen. Danke für die Recherche, Asimi. Ja, danke Google, dass du mir irgendwas hier raussuchst. Ich speichere jetzt mal kurz. Ich erstmal auf dem zweiten Slot. Wenn ich jetzt die Quest nicht hinkriege, ich reite jetzt zu dem Trapper, gebe das Fell ab, das ist mir nämlich zu heiß. Gebe das Fell ab oder beziehungsweise die Alligatorhaut und komm dann wieder her. Sollte nicht allzu lange dauern, hoffe ich. Der arme Albino, der willst doch nur neue Stiefel. Danke für den Loot, Simi. Ja, vielleicht ist das so. Das ist zum Beispiel ein Zaun, wo mein Pferd nicht drüber springen kann. Schneller, Jolly. Whoa there. Natürlich. You blind. Schnell. My mistake. Fremde Person. Those clothes don't really suit you, okay? So, buy or sell. Right, let's see. Spechtkadaver brauchen wir auch nicht. Kaufen. Nothing quite like wearing your best day's work. Ohne Scheiß, ich bin echt mal gespannt, ob ich hier überhaupt irgendwas kriege. A man at the general store refused me yesterday, accused me of stealing jobs from the town. Bestimmt wieder so ein Kombi-Ding, ne? A lot of folk hunt, but not so many know their way around a needle and thread. It's good business, I'm telling you. Yes, very good. Bon, that's good. Eine perfekte Alligatorhaut. Junge, was kannst du mir denn machen? Sir? Irgendwas hier. How you doing, though? Raubtier? Nee. Legendärer Wolf. Jägersmann. Todesrolle. Oh, Todesrolle. Muss ich mich jetzt entscheiden? Nehme ich jetzt entweder die Weste oder nehme ich nur die Stiefel? Oder kann ich beides? Oh, ist schwierig. Also ich nehme auf jeden Fall die Weste, weil die macht mehr her als die Schuhe. Ich kann beides machen, okay. Ich habe sogar noch einmal übrig. Ah. Dann sehe ich ja fast aus wie Crocodile Dundee. Geiler Scheiß. Looks nice. Ich hänge jetzt hier nicht echt fest, oder? Doch. Fehlt nur die riesige Markete. Wirklich. Dann sind wir. Das wird übrigens gleich wehtun, glaube ich. Dann sehen wir wirklich aus wie Crocodile Dundee. Horser, real fine beast. Oh hey. Das ist ja mega nice. Da fehlt noch das Messer, genau. Das kann ich in aller Ruhe die Quest annehmen. Nee, ich schaff die jetzt nicht. Versuche mal vorne reinzukommen. Komm sogar vorne rein. Perfekt. Muss ich nur noch hier durch? Ja.
Charlie, ey, echt. Moment, ich muss mal hier ein bisschen was essen. It's you. I got his letter. Mr. Arthur. Sir? Education is the most wonderful thing. It'll raise us higher and higher. Make civics and ethics less a work of a dirty-minded pragmatist like me. And the calling of higher, better men. Hear, hear. Without it, we are savages. But with learning, why, in 50 years, man will put down his guns and start living a life of relentless purity. Hear, hear. But the rich can be so very self-absorbed. How can I help? You can't. We need all our strengths. That's the point. We've gone over this. Violence is never right. I agree with you. But it's not violence. It's the mere threat of violence. Against whom? Oh. Against Hector Fellow's worst nature. To convince him to make good on his promise to help finance the library. Who is he and where do I find him? He's a newspaper man. And he's... He's leaving town on a coach, heading to his country estate because he doesn't like your heavy-handed approach. Well, you certainly won't like my heavy-handed approach. Thank you, Mr. Arthur. You'll spot him on the road through the bayou. He has a red coach. So we are clear. I do not approve of this behavior. Ja, ja, wir haben alle mal Dreck am Stecken. Mein Pferd steht natürlich wieder vorne, wo ich es hinten abgestellt habe. So, müssen wir denn nach links? Ja, springen wir doch gleich hier über unten Zaun, wenn das geht. Ja, oder hier durch. Er reist in irgendeiner roten Kutsche hier rum, okay. Und noch mitten in der Nacht. Nicht sehr clever. Good girl. Sieht schon so aus wie so ein richtiger Trapper mittlerweile, ne? Steige in die Kutsche. Ich steige ein, kann aber nicht. Doch. Okay, drive. What the hell do you want? Mr. Fellows, ain't it? Charity, sir. And an appeal to your better nature. This is most impudent. Oh, no, it's not most impudent. Trust me, buddy. I can get a whole lot more impudent. But this is a good cause for a wealthy man such as yourself. The chance to add some dignity to all that wealth. Dignity? By helping to finance a library in town. Think of the prestige, sir. Oh, get out of my carriage. But the mayor. The mayor? The mayor is a crook. Me too. And I'm a real crook. I will not be bullied by you, sir. Get out of here. Ah!
sorry, was that? Yes, I'd like to finance the library for the common good. I didn't hear you. What was that? Please! All right! All right! There. You see? That wasn't difficult. Die sanfte Überredungskunst. Better to give than to receive. And certainly in the case of a beating, I know that's true. Now, the mayor awaits your check, sir. Been a pleasure. There's a good man in there. Let him live a little more. Driver! Hold up! As you were. Drive on! Ehre zum Bürgermeister zurück, wenn es dunkel ist. Ja. Er fährt rückwärts, okay. Ja, du bist recht, Sammy. Also, wir haben Tuberkulose. Und das wird sich mit der Zeit irgendwann niederschlagen. Ist unser. Ja. Ne? Körperlichen Zustand. Dem wir nämlich draufgehen werden, denke ich. Rechne nicht mit einer Wunderheilung. Ja, kehre zurück, wenn es dunkel ist, ist super. Weil jetzt haben wir die Nacht verpennt. Hier oben ist ja auch noch irgendwo eine Quest gewesen. Hier irgendwo, ne? Wir reiten mal hoch zu Dutch. Ist ja auf dem Weg. Yep. Sieht wahrscheinlich auch einfach nur so krank aus, weil wir nie schlafen. Ich habe in diesem Game noch nie geschlafen. Ich frage mich, ob du das bekommen hast, als du auf der Insel warst. Also unvermeidlich, oder ob es anhand deiner Verfassung, deines Essens und so weiter. Nee, es ist wirklich. Bin ich zu laut? We're working on a whole new batch. Had some ideas after last time. Ah, sind hier wieder. Wieder Leute, die irgendwas. Obwohl, warte mal, vielleicht können wir was machen. Wir haben ein paar Sachen gesammelt. We could really use some of the plant life growing nearby. You think you'd be able to help forage for it? I could help. Happy to. I saw some milkweed nearby. Milkweed's got these clusters of little pink flowers. Ich war jetzt nicht zu laut, oder? Okay. Sammle zwei Seidenpflanzen in der Umgebung. Jo, easy. Ich habe die letzten schon nicht gefunden. Da haben wir in einem Moor gesucht, da war es auch nicht findbar. Nee, aber die Tuberkulose kommt direkt. Die ist questmäßig vorgegeben. Also er sagt irgendwann später, dass er einen verprügelt hat, der den Scheiß hatte. Und da hat er sich angesteckt. Frage ist, kann ich das überhaupt hier durch meinen Blick sehen oder nicht? Ja. Hat er gesagt, eine Gruppe aus irgendwelchen Blüten? Habe schon wieder vergessen. Vor allem haben wir nicht. Haben wir nicht vielleicht Seidenpflanze sogar? Salbei, Salbei, Ginseng. Natürlich nicht. Und Shit.
Oh, hier vielleicht. Oh ja. Ihr findet. Nein, das sind Pfifferlinge. Nein! Aber ich nehme sie trotzdem mit. Wenn jetzt echt nur die Vision hab. Der echt bitter jetzt. Yep. Ich muss jetzt für die Kacklappen hier suchen oder was? Ach, vielleicht finden wir es irgendwann. Ab geht da. Was haben wir hier? Kann ich eigentlich vom Pferd noch was sammeln? Nee. Kann ich nicht, natürlich nicht. Weil ich vorne Scheidelbeere. Man kennt sie. Was ist da unten eigentlich? Ist das ein Tier? Ein östlicher Wildrutan. Mit sehr gutem... Ja, toll. Der hat sehr guten Zustand. Er nimmt halt auch am rechten Zeitpunkt den Kopf hoch, ne? Weil wir ihn nicht... Man muss die eigentlich mit Pfeil und Bogen treffen. Weil natürlich das scheiß Federkleid versaut. Top. Hey, ärgerlich. Steht, wenn man mit dem Jagdgewehr das Tier erlegt, dann ist so weiterhin... In guter Qualität, aber es war, glaube ich, gar kein Jagdgewehr, ne? Die Markierung wieder so gut platziert. Kann er noch zum Maika, oder? Oh, lass jetzt mir. Sag jetzt nicht, ich kann das nicht machen, weil ich diese scheiß Quest. Ich. Oh, ich muss die Quest erst canceln. Nicht euer Ernst. Oh. Jetzt muss ich wieder zurückreiten, um die Quest zu canceln. Was ist denn das jetzt bitte?